Eine Frau wird vor einer Kirche erschossen. Ich habe in meiner Karriere dreiste Morde gesehen, aber so dreist war keiner. Die Ermittlungen enthüllen gut gehütete Geheimnisse. Es gab eine lesbische Affäre, es gab Bestechung und es gab Mord. Eine Dreiecksbeziehung deutet in eine Richtung, die Spuren in eine andere. Es gab viele überraschende Wendungen. Was zum Teufel war da los? Eine kalte Oktobernacht in Poughkeepsie im Bundesstaat New York. Jeff Fassett, ein ortsansässiger Polizist, hat Feierabend und sieht mit seinen beiden Söhnen zu Hause fern. Seine Frau Susan ist in der Kirche bei einer Chorprobe. Meine Mutter war sehr engagiert in ihrer Kirchengemeinde. Sie hat das immer geliebt. Die meiste Zeit ihres Lebens war sie im Chor. Gegen 19.30 Uhr sagt Jeff Fassett zu seinen Söhnen, dass er zur Polizeiwache fahren wolle. Er fuhr nach Poughkeepsie, das sind rund 5 Kilometer westlich, um seinen Gehaltscheck abzuholen. Gegen 20.30 Uhr endet die Chorprobe in der Kirche der Vereinigten Methodisten in Pleasant Valley. Susan Fassett geht zu ihrem Auto, um nach Hause zu fahren. Plötzlich fallen Schüsse. Leute liefen zum Auto. Sie fanden Susan Fassett tödlich verletzt. Ein Fahrzeug in heller Farbe fährt schnell davon. Niemand konnte uns sagen, wer fuhr oder wie viele Leute im Auto waren. Die Polizisten fahren sofort zu Susan Fassetts Ehemann Jeff. Sie hatten erfahren, dass Jeff Fassett das Haus verlassen hatte, genau zu der Zeit, als Susan ermordet wurde. Die Polizei hat von Gerüchten erfahren, wonach es in der Ehe der Fassetts gekriselt haben soll. Wir waren uns ziemlich sicher, dass Jeff Fassett hiermit etwas zu tun hatte. Kurze Zeit nachdem Jeff Fassett wieder zu Hause angekommen ist, umstellt die Polizei sein Haus. Er sieht Polizisten auf der Straße, die ihn beobachten. Er beobachtet, wie sie ihn beobachten. Sie haben Waffen und sind in voller Montur. Sie umstellen das Haus und belagern es. Jeff Fassett will wissen, was los ist. Er hat mehrmals seine Polizeiwache angerufen und bei der Polizei des Bundesstaats. Hier ist Fassett. Vor meinem Haus sind viele Streifenwagen. Was soll das? Niemand ist gekommen und hat es ihm erklärt. Susans Sohn Jason hat bei der Kirche angerufen und erfahren, dass seine Mutter erschossen wurde. Mehr haben sie nicht gewusst. Dad, Mom ist erschossen worden. Jeff Fassett schaltet im ganzen Haus das Licht aus. Es sah aus, als würde er sich im Haus verbarrikadieren. Ich erinnere mich, wie wir schweigend im Dunkeln saßen. Das erschien mir wie eine Ewigkeit. Sie wussten nicht, was er vorhat. Wenn ein Mann seine Frau umgebracht hat, könnten seine Kinder die Nächsten sein und dann tötet er vielleicht sich selbst. 2 Stunden voller Anspannung vergehen, bis Jeff Fassett und seine beiden Söhne aus dem Haus herauskommen. Sie wurden mit den Händen hinter dem Kopf herausgeführt, in Handschellen, und auf den Boden geworfen, wie gewöhnliche Verbrecher. Ich wollte wissen, was mit meiner Mutter geschehen ist. Ich wusste nur, dass sie erschossen wurde. Plötzlich waren wir alle verhaftet. Alle weinten, waren durcheinander. Irgendwann kommt Jason Fassett die schlimmste aller Möglichkeiten in den Sinn. Ich erinnere mich, wie ich da saß und dachte, kann es wirklich wahr sein, dass mein Vater das getan hat? Der Mord an Susan Fassett sieht aus wie das Werk eines Profikillers. Der Mörder lag offenbar auf der Lauer. Und verlässt danach fluchtartig den Tatort. Ich habe in meiner Karriere dreiste Morde gesehen, aber so dreist war keiner. Er hat sich einfach davon gemacht. Alle Wertsachen von Susan wurden im Auto gefunden. Es war also kein Raub. Susan Fassetts Ehemann Jeff ist seit 24 Jahren Polizist in Poughkeepsie. Er bestreitet, irgendetwas mit dem Mord zu tun zu haben. Doch Jeff Fassett hat kein Alibi. Wir konnten nicht feststellen, wo Jeff war, als es passierte. Und Jeffs Auto würde zu den Zeugenbeschreibungen vom Tatort passen.
Sie haben sich seine Akte angesehen und die war makellos. Nichts hat darauf hingedeutet, dass er zu Gewalttätigkeit neigt. Doch Jeff Fassett glaubt zu wissen, wer für die Tat verantwortlich ist. Er hat mir sogar gesagt, macht mit mir, was ihr wollt, es ist mir egal. Aber wenn ihr damit fertig seid, geht zu Fred Andros, der steckt dahinter. Fred Andros ist der Leiter der örtlichen Wasserwerke und hat einen miserablen Ruf. Die Leute haben uns erzählt, dass er ein Mistkerl sei. Fred Andros war ein egozentrisches, ekelhaftes Arschloch. Fred Andros und Susan Fassett liefen sich offenbar eines Tages auf dem Rathausflur über den Weg. Sie begannen ein Verhältnis. Es stellt sich heraus, dass Jeff Fassett einen Monat vor dem Mord von der Affäre erfahren hat. Zu diesem Zeitpunkt lief das Verhältnis seiner Frau mit Fred Andros schon seit 3 Jahren. Jeff hatte heimlich ein Aufnahmegerät ans Telefon angeschlossen. So ertappte er sie dabei, wie sie mit Fred Andros telefonierte. Als Jeff Fassett seine Frau zur Rede stellt, verspricht sie ihm, die Affäre zu beenden. Die Dinge lagen in der Luft. Eines Tages kam sie zu uns und sagte, sie würde die Sache jetzt regeln. Die Polizei fragt sich, ob Fred Andros vielleicht wütend wurde, als Susan Fassett ihr Verhältnis mit ihm beendete. Doch Fred Andros hat ein wasserdichtes Alibi für den Abend, an dem der Mord geschah. Er war mit seiner Frau zu Hause und für diese Angabe gibt es sogar einen weiteren Zeugen. Als Alibi gab Fred an, dass er mit einem Polizisten zu Abend gegessen habe. Das wurde von dem Polizisten und auch dessen Frau bestätigt. Er war also nicht am Tatort. Fred Andros wirkte niedergeschlagen und bestürzt. Er fragte, wer könnte so etwas tun? Er hatte sie gern. Bei der Obduktion stellt der Rechtsmediziner 5 Projektile in Susan Fassetts Leiche sicher. Die waren aus einer Waffe von Lama oder Ruger, Kaliber .45. Wir fanden heraus, dass auf Andros keine solche Waffe gemeldet war und auch sein Auto hat nicht zu der Beschreibung der Zeugen gepasst. Auch der Ehemann des Opfers besitzt keine Waffe mit Kaliber .45. Der Rechtsmediziner entdeckt noch einen weiteren Hinweis. Innerhalb ihrer letzten 48 Stunden hatte Susan Fassett Geschlechtsverkehr. Als Jeff Fassett dazu befragt wurde, war ihm das neu. Die Spermaprobe wurde mit der DNA von Jeff Fassett abgeglichen. Es gab keine Übereinstimmung. Die Polizei fragt Fred Andros, ob er vor ihrer Ermordung mit Susan Fassett geschlafen hat. Und seine Antwort war, wir haben das nie gemacht. Ich war das ganz bestimmt nicht, weil wir nie miteinander geschlafen haben. Selbst wenn ich gewollt hätte, hätte ich es nicht gekonnt. Andros erklärt auch, warum er nicht in Frage kommt. Fred sagte uns, er könne den Geschlechtsakt nicht vollziehen, wegen der Medikamente, die er nehme. Fred sagte, dass er impotent wäre. Aber das wurde eindeutig widerlegt von zahlreichen Prostituierten in der Gegend. Es war eine glatte Lüge. Er hat sich jeden Tag eine Prostituierte genommen. Seine Frau hat mir bestätigt, dass er keine sexuelle Beziehung mit ihr hatte. Aber er hat sich jeden Tag Huren genommen. Fred Andros weigert sich, sein DNA-Profil bestimmen zu lassen. Sie hatten keinerlei rechtliche Grundlage, um eine DNA-Probe von Fred Andros zu verlangen. Dafür braucht man Beweise und die hatten sie nicht. Für einen Gerichtsbeschluss hätte das nicht gereicht. Der Typ hat ein Alibi. Er hat keine Waffe wie die, die für die Tat benutzt wurde. Und er hat auch kein Auto, das in Frage kommt. Wer hat kurz vor ihrem Tod mit Susan Fassett Geschlechtsverkehr gehabt? Jeff Fassett, ihr Ehemann, kann es der DNA-Analyse zufolge nicht gewesen sein. Und ihr ehemaliger Liebhaber Fred Andros bestreitet, überhaupt mit ihr intim gewesen zu sein, und weigert sich partout, eine Probe abzugeben. Wir wussten, dass Jeff es nicht war und wir waren uns sicher, dass es Fred gewesen sein musste. Denn sonst konnten wir niemanden finden, der ein paar Tage vor dem Mord Sex mit Susan gehabt haben konnte. Also ruft der Detective Fred Andros an und stellt ihm eine Falle. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihm ein Mittagessen spendieren würde. Er sagte, prima. Ich habe ihm Hamburger, Pommes frites und etwas zu trinken gebracht.
Dann sind wir ins Auto eingestiegen und ich habe gesagt, hier ist Ihr Mittagessen, Fred. Doch Fred Andros rührt das Essen und sein Getränk nicht an. Es war mittags, die Sonne schien ins Auto. Er hatte eine Flanelljacke an. Ich habe die Heizung aufgedreht und wollte es aus ihm herausschwitzen. Im Auto wird es immer wärmer. Doch Fred Andros rührt noch immer nichts an. Also habe ich die Heizung noch höher gedreht, bis er irgendwann einen Schluck getrunken hat. Als er den Strohhalm in den Mund nahm, hatte ich, was ich wollte. Im Grunde gab Fred da eine DNA-Probe ab. Die Untersuchung im Labor ergibt, dass Fred Andros' genetischer Fingerabdruck mit der sichergestellten Spur an Susan Fassetts Leiche übereinstimmt. Innerhalb der letzten 48 Stunden vor ihrem Tod hatte er Sex mit ihr. Er hatte sie seit einem Monat nicht gesehen. Eine große Lüge. Das ging hoch wie eine Bombe. Fred hatte etwas absichtlich verschwiegen und wir wollten wissen, warum. Als die Ermittler Andros mit den Beweisen konfrontieren, räumt er seine Lüge ein. Er behauptet, dass er nur gelogen hat, um den wahren Mörder zu schützen. Während dieser Vernehmung hat Fred Andros nach einiger Zeit den Namen Dawn Silvernail genannt. Sie hätte möglicherweise diesen Mord begangen. Die 50 Jahre alte Dawn Silvernail arbeitet im öffentlichen Dienst, hat keine Vorstrafen, ist verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn. Sie ist eine Hausfrau, sie hat einen College-Abschluss, sie arbeitet mit Behinderten, sie hat einen hervorragenden Ruf, sie hatte nie irgendwelche Probleme. Offen gesagt hielt ich das für Unsinn. Ich dachte, jetzt geht das schon wieder los. Wir gehen zu einer armen Frau, die das Pech hatte, Fred Andros begegnet zu sein und müssen sie fragen, übrigens, haben Sie Susan Fassett getötet? Sie wird uns für verrückt halten. Ich könnte es ihr nicht verübeln, wenn sie uns die Behörden auf den Hals schickt. Andros erzählt der Polizei, dass er eine Affäre mit Dawn Silvernail hatte, zur selben Zeit, als er eine Affäre mit Susan Fassett hatte. Er sagt, die drei hätten sogar 5 oder 6 Mal gemeinsam Sex gehabt. Ich habe ihm gesagt, dass ich so etwas noch nie gemacht hätte. Ich ging zu dem Haus und sie war da. Er stellte mich ihr vor, wir redeten ein paar Minuten, dann gingen wir hoch und hatten Sex zu dritt. Das dauerte vielleicht eine halbe Stunde. Fred hat gefilmt, wie Susan und Dawn Sex hatten. Und dann hat er sich an einem Dreier beteiligt. Fred Andros äußert den Verdacht, dass Susan Fassett und Dawn Silvernail sich auch ohne ihn getroffen haben könnten und vielleicht Streit miteinander hatten. Dawn Silvernail verneint das. Ich hatte nie Kontakt mit Susan Fassett, außer wenn Fred mich anrief und es arrangierte. Wir trafen uns nur, wenn Fred dabei war. Ich hatte nie einen eigenständigen Kontakt mit Susan. Dawn Silvernail bestreitet, dass sie etwas mit dem Mord an Susan Fassett zu tun hat. Sie habe kein Motiv, ihr etwas anzutun. Sie war so ruhig, so gelassen und so kooperativ, dass wir schon dachten, vielleicht hat sie nichts damit zu tun. Doch die Ermittler finden heraus, dass Dawn Silvernail eine Waffe vom Kaliber .45 besitzt. Eine Waffe, wie sie bei dem Mord verwendet wurde. Sie hatte auch ein Auto, das auf die Beschreibung der Zeugen vom Tatort passte. Die ballistische Untersuchung ergibt, dass die Geschosse aus Dawn Silvernails Waffe nicht mit den Projektilen übereinstimmen, die Susan Fassett töteten. Doch bei der näheren Untersuchung der Waffe wird der Experte stutzig. In meiner Karriere war das die erste Waffe, bei der die Züge im Lauf vollständig entfernt worden waren. Es war unmöglich, die Projektile mit denen vom Tatort zu vergleichen. Die Polizei ist sich sicher, dass Fred Andros oder Dawn Silvernail etwas mit dem Mord an Susan Fassett zu tun haben. Aber sie hat dafür keine stichhaltigen Beweise. Dawn Silvernail gibt zwar zu, dass sie eine sexuelle Beziehung mit Susan Fassett und Fred Andros geführt hat, doch sie bestreitet, etwas mit dem Mord an Susan zu tun zu haben. Ihre Waffe vom Kaliber .45 lässt sich nicht den sichergestellten Projektilen zuordnen. Aber ihre Nachbarn haben interessante Informationen für die Polizei. Offenbar schießen Dawn und ihr Ehemann häufiger hinter ihrem Haus auf Bäume. Die Ermittler machen sich sofort auf die Suche nach Projektilen. Wir mussten eine Patrone finden, die durch den Lauf geflogen ist, bevor dieser zerstört wurde.
Tatsächlich können die Ermittler Dutzende deformierter Geschosse sicherstellen. Für eine ballistische Untersuchung sind auch stark verformte Projektile nutzbar. Manuel Vlies ist Sachverständiger für Schusswaffenspuren und berät Polizeibehörden in Deutschland und in Österreich. Ob das Geschoss letztendlich verformt ist oder nicht, spielt für mich weniger eine Rolle, weil die Deformation meistens im vorderen Bereich auftritt. Für mich ist aber der hintere Bereich interessant, und zwar deswegen, weil sich hinten die meisten Spuren befinden. Und anhand dieser Spuren im hinteren Bereich kann ich dann das Geschoss einer bestimmten Waffe zuordnen. Auch im Fall von Dawn Silvernail finden Experten charakteristische Spuren. Ich konnte eine Übereinstimmung mit den Projektilen feststellen, die vom Mord an Susan Fassett stammten. Damit war klar, dass Dawn Silvernails Waffe etwas mit diesem Fall zu tun hatte. Die Ermittler konfrontieren Dawn Silvernail mit den neuen Beweisen. Sie ließ den Kopf hängen und sagte dann dreimal, ich habe diese arme Frau erschossen. Ich habe das Seitenfenster geöffnet. Als sie sich anschnallen wollte, habe ich die Waffe genommen und sie erschossen. Doch was ist das Motiv? Dawn Silvernail erklärt, dass Fred Andros sich an Susan Fassett rächen wollte, weil sie ihre Affäre mit ihm beendet hatte. Freds Ego war so groß, dass ihm niemand etwas abschlagen durfte. Niemand trennte sich von Fred. Warum hat dann Dawn Silvernail die Tat ausgeführt? Sie sagt aus, dass Fred Andros ihr in den mehr als 20 Jahren, die sie sich kannten, mehr als $15.000 geliehen hätte. Er habe ihr angeboten, die Schuld begleichen zu können, indem sie Susan Fassett ermordet. Andros gab ihr zu verstehen, dass sie keine Wahl hat. Er hat meine ganze Familie bedroht. Er hat gesagt, wenn ich mich nicht um dieses Problem mit Susan kümmern würde, dann würde jemandem, den ich liebe, etwas passieren. Um Dawn Silvernails Aussage zu überprüfen, setzen die Ermittler ein neues Computerprogramm namens WebTES ein. WebTES ist eine Software, die speziell für das Militär und das Verteidigungsministerium entwickelt worden ist, um Informationen aus verschiedenen Datenbeständen zu analysieren. Es geht da nicht nur um Telefongespräche, sondern da können Sie Bilder, Tatorte, Dokumente, alles Mögliche einpflegen, um sozusagen alle relevanten Informationen, die einen Fall betreffen, an einer Stelle zu haben. Und diese Programme, die haben intelligente Algorithmen und sind in der Lage, aus der gesamten Menge der Daten eigene Schlüsse zu ziehen, die Sie selber als Mensch überhaupt nicht überblicken können, weil die so komplex sind. Die Ermittler speisen das System mit Daten von Handys, Pagern, E-Mails und elektronischen Mautstationen. Das Programm gleicht dann die Aktionen der drei Hauptpersonen dieses Falls miteinander ab. Susan Fassett, Dawn Silvernail und Fred Andros. Der Großteil der Kommunikation lief von Fred zu Dawn. Das deutete an, dass Fred nicht nur irgendetwas plante, sondern ein Komplott vorbereitete. Diese Beobachtung bestätigt Dawn Silvernails Geschichte. Die Aufzeichnungen belegen, dass sie 15 bis 20 Minuten, nachdem sie Susan getötet hatte, von einem öffentlichen Fernsprecher aus eine Nachricht auf den Pager von Andros schickte, um ihn zu informieren, dass sie es getan hatte. Wenn es stimmt, was Fred Andros sagt, nämlich dass Dawn Silvernail aufgrund eines persönlichen Motivs und aus eigenem Antrieb gehandelt hat, dann machte es keinen Sinn, dass sie ausgerechnet ihm eine Nachricht schickte. Das konnte sie nur für jemanden getan haben, der mit der Sache zu tun hatte und Bescheid wusste. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Dawn Silvernail auf Anweisung von Fred Andros am Abend der Chorprobe zur Kirche gefahren ist. Sie parkt neben dem Auto von Susan Fassett und wartet. Als Susan Fassett in ihren Wagen steigt, schießt Dawn Silvernail 5-mal auf sie. Und fährt davon. Dawn Silvernail sagt den Ermittlern, dass sie die Tatwaffe und die gefälschten Nummernschilder dann an einem vereinbarten Ort hinterlegt habe.
Die von den Ermittlern eingesetzte Software deckt auf, dass sie etwa 20 Minuten nach dem Mord eine Nachricht auf den Pager von Fred Andros schickt, dass der Auftrag erledigt sei. Andros holt die Tatwaffe, manipuliert den Lauf und gibt sie an Dawn Silvernail zurück. Es ist unklar, warum Susan Fassett sich kurz vor ihrer Ermordung mit Fred Andros getroffen hat. Es lässt sich nur erahnen, wie diese Begegnung verlaufen sein muss. Eine erschreckende Vorstellung. Er sah ihr in die Augen und wusste, dass sie keine 48 Stunden später tot sein würde. Das zeigt den Charakter von Fred Andros. Er war ein bösartiger Drecksack. Wenn es sowas wie einen Napoleon-Komplex wirklich gibt, dann hatte er den. Als die Polizei Fred Andros verhaften will, wartet er bereits auf sie. Sie kommen in sein Haus. Als die Ermittler die Treppe hochgehen, hören sie einen Schuss. Fred Andros schießt sich selbst ins Gesicht, doch er überlebt. Ich denke, es ist bezeichnend für ihn, dass er sich nicht einmal umbringen konnte. Dann haben sie ihn verhaftet und vor Gericht gestellt. Fred Andros wird des Mordes mit bedingtem Vorsatz und der Verschwörung zu einer Straftat für schuldig befunden. Er wird zu einer Haftstrafe von mindestens 25 Jahren verurteilt. Nachdem er wenige Jahre seiner Strafe abgesessen hat, stirbt er an einem Herzinfarkt. Es ist nur gerecht, dass er im Gefängnis gestorben ist und jetzt in der Hölle schmort. Dawn Silvernail wird des Mordes mit bedingtem Vorsatz für schuldig befunden und zu einer Haftstrafe von mindestens 18 Jahren verurteilt. Sie war gutgläubig, naiv, der ganzen Sache komplett verfallen und letztendlich ist sie eine Mörderin. Sie ist eine verurteilte Mörderin, ein gruseliges Wesen. Die Leute halten mich für ein Monster und vielleicht bin ich eins, ich weiß es nicht. Aber ich bin ein Monster, das voller Reue ist. Es tut mir leid für die Menschen, denen ich wehgetan habe. Als ich zuließ, dass mich dieser Mann dazu gebracht hat, das zu tun, was ich getan habe. Jeder hatte seinen Anteil an diesem Fall. Alle Indizien wurden gesammelt und überprüft. Es ist einfach toll, wenn das Puzzle am Ende aufgeht. Und jetzt? Nach Jahren häuslicher Gewalt wird eine junge Frau ermordet. Er hat sie geschlagen, er hat auf sie geschossen. Doch ihr brutaler Ex-Freund ist nicht der einzige Verdächtige. Die Leute melden ein Verbrechen, um den Verdacht von sich zu lenken. Bei diesem Mord hinterlässt der Täter eine außergewöhnliche Spur. Auf dem Boden im Badezimmer lagen Hamburgerbrötchen. Christina Sinubain träumt schon als Kind davon, später in der Nachrichtenbranche zu arbeiten. Christina wollte immer Journalistin werden. Ärztin oder Rechtsanwältin, das war nichts für sie. Doch als Christina in ihrem letzten Highschool-Jahr plötzlich schwanger wird, muss sie ihre Pläne begraben. Sie kam etwas vom rechten Weg ab. Sie hat sich mit den falschen Leuten eingelassen und ist auf die schiefe Bahn geraten. Sie nahm sogar Drogen. Christina Sinubain bricht die Highschool ab, bekommt ihr Baby und zieht mit Jacob Hadley, dem Vater ihres kleinen Sohnes, zusammen. Doch schnell gibt es Probleme. Jacob hat sie regelmäßig geschlagen. Man hat sie mit blauen Flecken gesehen und sie ist sehr offen damit umgegangen. Wenn man sie gefragt hat, woher die blauen Flecken stammen, hat sie gesagt, "Och, Jacob hat mich geschlagen." Ganz gleich, wie er sie behandelt hat, sie kam einfach nicht von Jacob los. Ich weiß nicht, warum. Ich habe sie gefragt, ob sie ihn nicht verlassen will. Aber sie hat gesagt, nein, Mann, das geht nicht. Ich liebe ihn so sehr. Im Jahr 1999 schießt Jacob Christina mit einem Luftgewehr ins Gesicht und kommt dafür 3 Tage ins Gefängnis. Christina hat ein Tagebuch geschrieben, in dem sie ihre Probleme beschreibt und den Wunsch äußert, nochmal ganz von vorne anzufangen. Sie wollte ein schönes Leben für sich und ihren Sohn. Er nörgelt an mir herum, er beleidigt und misshandelt mich. Nach 3 Jahren wird mir langsam klar, dass nur ich diejenige bin, die verliebt war. Schließlich zieht Christina mit dem Baby aus, in eine Wohnung ein paar Kilometer entfernt. 4 Tage nach dem Auszug will ein Freund sie besuchen, um zu sehen, wie es Christina geht. Er klingelt, doch niemand öffnet ihm die Tür. Die Haustür ist verriegelt. Als er durch den Sichtschutz in eines der Zimmer blickt, entdeckt er Christina Sinubains 2-jährigen Sohn. Er sitzt allein auf dem Boden
und weint. Er meinte zu hören, wie das Kind sagte, Mami ist tot. Das hat ihn veranlasst zu handeln. Er öffnet das Fenster einen Spalt, klettert hinein und findet Christina in der mit Wasser gefüllten Badewanne liegen. Halbnackt, das Gesicht nach unten. Er rennt raus und bittet den Nachbarn, die Polizei zu rufen. Der Notruf? Ich will einen Todesfall melden. Okay, was ist passiert? Der Typ sagt, sie wäre tot. Wie alt? Ich weiß nicht, meine Nachbarin. Christina wird noch an Ort und Stelle für tot erklärt. Das Kind musste vermutlich mit ansehen, wie seine Mutter ermordet wurde. Das entsetzt mich. Die Spurensicherung entdeckt Hinweise, wonach Christina in der Küche angegriffen worden sein muss. Die Sandalen des Opfers wurden mitten in der Küche gefunden. Sie musste mit solch einer Wucht niedergeschlagen worden sein, dass sie beim Sturz ihre Sandalen verlor. Unsere Leute haben eine Metallspange wie vom Griff einer Bratpfanne gefunden. Ihr wurden sogar einige Zähne ausgeschlagen. Offenbar ist Christina Sanobain erstochen worden. Doch die Polizei kann am Tatort kein Messer finden. Zunächst bin ich unglaublich wütend auf Gott geworden. Warum lässt du sie so sterben? Warum nimmst du sie so weg von mir? Den Ermittlern fällt sofort auf, dass der Täter versucht hat, keine Spuren zu hinterlassen. Es hat so ausgesehen, als hätte der Mörder seine Spuren wegwischen wollen. Doch während er versucht, den Tatort notdürftig zu reinigen, verteilt er seine blutigen Fußspuren überall im Bad und in der Küche. Es war merkwürdig, dass er barfuß war. Das war uns ein Rätsel. Und im Bad hinterlässt der Mörder eine äußerst seltsame Spur. Auf dem Boden im Badezimmer lagen Hamburgerbrötchen. Es sah aus, als hätte er eine Packung aufgerissen und dort verteilt. Doch die Verpackung ist wie vom Erdboden verschwunden. Was geht im Kopf eines Menschen vor, der jemanden umbringt und dann ein Kind am blutigen Tatort zurücklässt? Jemand war richtig wütend auf sie. Er wollte sie zum Schweigen bringen oder ihr eine Lektion erteilen. Für die Polizei ist Christinas Ex-Freund Jacob der Hauptverdächtige. Jacob hatte natürlich ein Motiv. Sie hatte ihm sein Kind weggenommen und ihn verlassen. Beide hatten eine schwierige Vergangenheit. Jacob war das. Das hat jeder in meiner Familie gedacht. Die Untersuchung des Tatorts legt die Vermutung nahe, dass Christina Sanobain ihren Mörder kannte. Es gibt keine Einbruchsspuren und nichts wurde gestohlen. Ich glaube, dass man zu keinem Zeitpunkt von einem Raubmord ausgegangen ist. Es hätte um Drogen gehen können oder um Zurückweisung. Es hätte alles sein können. Aber Raubmord war es auf keinen Fall. Bei der Obduktion von Christinas Leiche findet der Rechtsmediziner Hinweise auf eine Vergewaltigung. Offenbar hat der Mörder versucht, das Verbrechen zu vertuschen, indem er seine DNA-Spuren wegwaschen wollte. Ihre Kehle war durchgeschnitten, die Luftröhre komplett durchtrennt. Wenn ein Messer im Spiel ist, ist das häufig eine sehr persönliche Tat. Es konnte keine toxikologische Untersuchung bei Christina durchgeführt werden, weil kein Blut mehr zur Verfügung stand. Auf dem Röntgenbild von Christinas Schädel wird ein Metallgeschoss sichtbar. Eine grausame Erinnerung an den Vorfall, bei dem ihr Ex-Freund Jacob Hadley 18 Monate zuvor auf sie geschossen hatte. Sie haben sich andauernd gestritten. Wer, wenn nicht Jacob, hätte sie umbringen sollen? Opfer von häuslicher Gewalt befinden sich immer dann in größter Gefahr, wenn sie sich gerade von ihrem Peiniger getrennt haben. Sie hatte das gerade getan, sie war ausgezogen. Sofort nach dem Mord vernimmt die Polizei Christinas Ex-Freund Jacob Hadley. Er behauptet, dass er zum Tatzeitpunkt eine halbe Stunde vom Tatort entfernt gewesen sei. Jacob gab zwei sehr glaubwürdige Zeuginnen an, die bestätigten, dass er mit ihnen aus war. Sie gehörten beide zum Leichtathletikteam der Universität von Iowa. Die Obduktion ergibt, dass Christina zwischen 9 Uhr abends und 3 Uhr morgens getötet worden ist. Jacob kann jedoch nicht für die gesamte Zeitspanne ein Alibi vorweisen. Die Spuren am Tatort lassen vermuten, dass der Mörder wahrscheinlich jemand gewesen ist, den Christina kannte. Eine andere Spur legt die Vermutung nahe, dass er ganz in der Nähe wohnen muss. Denn der Täter trug keine Schuhe.
Der blutige Abdruck eines nackten Fußes deutet an, dass der Täter nah am Tatort wohnen muss, entweder im selben Haus oder nicht weit davon entfernt. Ich meine, wer läuft schon barfuß durch die Gegend? Im Badezimmer finden die Ermittler einen weiteren Hinweis, der mit den ominösen Burgerbrötchen zu tun hat. Sie haben den Verschluss der Brötchentüte auf dem Boden gefunden. Es sah so aus, als wäre sie im Bad geöffnet worden. Aber die Brötchentüte haben sie niemals gefunden. Wir haben vermutet, dass der Mörder das Messer in die Brötchentüte gesteckt haben könnte, um zu vermeiden, dass er beim Rausgehen eine Blutspur hinterlässt. Das wäre ein weiterer Hinweis darauf, dass der Täter ganz in der Nähe wohnen könnte. Er war nicht nur barfuß, er wollte auch verhindern, eine Fährte direkt zu seiner Haustür zu legen. Diese Theorie rückt zwei weitere Männer in den Fokus der Ermittlungen. Zum einen den Freund, der Christinas Leiche gefunden hat. Den 32 Jahre alten Todd Hale. Zum anderen Christinas Nachbarn Carlos Robinson, der den Notruf verständigt hat. Die beiden Männer kennen sich, weil sie Christina drei Tage zuvor beim Einzug geholfen haben. Ein Detail kommt den Ermittlern verdächtig vor. Todd Hale behauptet, durch eine schmale Fensteröffnung in Christinas Wohnung gelangt zu sein, ohne auch nur einen der Gegenstände auf dem Regal vor dem Fenster heruntergeworfen zu haben. Um durch die schmale Fensteröffnung in die Wohnung zu gelangen, hätte Todd einen sehr athletischen Körper haben müssen und den hatte er nicht. Das hat ihn verdächtig gemacht. Angeblich will er das Fenster geöffnet, den Sichtschutz gelöst und sich dann wie eine Schlange durch den schmalen Schlitz gequetscht haben. Die Ermittler können dieser Schilderung zunächst keinen Glauben schenken. Wir haben ihn gebeten, uns einmal zu demonstrieren, wie er durch das Fenster reingekommen ist. Er hat es tatsächlich geschafft, sogar mit Sicherheitsschuhen. Todd Hale steigt in die Wohnung ein, ohne auch nur einen der Gegenstände auf dem Regal vor dem Fenster umzustoßen. Es war unglaublich, wie er das machte, wie ein professioneller Einbrecher. Die Polizei befragt auch Christinas Nachbarn Carlos Robinson. Die Ermittler haben ihn als sehr hilfsbereit und kooperativ wahrgenommen. Als die Ermittler den Raum verlassen haben, lief die Kamera weiter. Er hat sich auf den Boden gekniet und angefangen zu beten. So etwas passiert wohl nicht besonders oft. Jetzt hat die Polizei drei Verdächtige im Mordfall Christina Sanubain. Zum einen ihren Ex-Freund Jacob Hadley, der schon vorbestraft ist, weil er Christina über Jahre hinweg schwer misshandelte. Er hat sie verprügelt. Er hat auf sie geschossen. Sie hatte mehrere Kontaktverbote gegen ihn erwirkt. Die Polizei verdächtigt außerdem Todd Hale, der Christinas Leiche gefunden hat, sowie ihren Nachbarn, der den Notruf verständigt hat. Manchmal melden die Leute ein Verbrechen, um den Verdacht von sich zu lenken. Die Ermittler gleichen die Spuren vom Tatort mit den Verdächtigen ab. Am meisten erhoffen sie sich von den blutigen Fußabdrücken im Badezimmer. Mit bloßem Auge waren die Abdrücke kaum zu erkennen. Und ich war mir sicher, dass sich der Verdächtige nicht darüber im Klaren war, dass er so viele Abdrücke hinterlassen hat. Er war zu sehr damit beschäftigt, die verräterischen Beweise wegzuschaffen. Der Abdruck eines nackten Fußes am Tatort ist eine seltene, aber sehr aussagekräftige Spur. Für die Auswertung sind Sachverständige zuständig, die normalerweise Fingerabdrücke analysieren. Wie bei der Fingerspur gibt es verschiedene Musterbildungen. Im Zehenballen zum Beispiel sind es da die gleichen wie in den Fingerendgliedern. Also wir reden hier von Wirbelschleife, Bogenmustern. Genau das finde ich in den Fußsohlen wieder, allerdings in etwas größeren Dimensionen. Die Polizei lädt Jacob Hadley, Todd Hale und Carlos Robinson vor. Wir bestellten Jacob, Todd und den Nachbarn zur erkennungsdienstlichen Behandlung ein und nahmen ihre Fußabdrücke. Todd war sehr kooperativ. Wir bestrichen seine Füße mit Farbe und er lief zweimal über das Papier. Doch Todds Abdrücke stimmen nicht mit denen vom Tatort überein. Jacob war sehr kooperativ. Auch Jacob Hadleys Fußabdrücke passen nicht. Dann war Carlos an der Reihe.
Ich habe seine Füße mit der Farbe bestrichen und ihn gebeten, aufzustehen und auf das Papier zu treten. Er zögerte. Dann geht Carlos Robinson über das Papier, dreht um und geht auf gleichem Wege zurück. Da stimmte was nicht. Es war nicht schwer zu verstehen, was ich von ihm wollte. Es sah so aus, als wollte er absichtlich seine Fußabdrücke unkenntlich machen. Erst beim zweiten Versuch bekommen die Forensiker verwertbare Fußabdrücke von Carlos Robinson und vergleichen sie dann mit den blutigen Abdrücken aus Christinas Badezimmer. Das ist unser Mann, wir hatten ihn. Er hatte seine Fußabdrücke hinterlassen. Die Ermittler konnten es kaum glauben. Sie haben gefragt, bist du dir sicher? Ja, absolut sicher, das ist sein Fußabdruck. Auch der Handabdruck von Carlos Robinson stimmt mit einem blutigen Handabdruck überein, der auf Christinas Waschbecken sichergestellt wurde. Zudem stimmt sein genetischer Fingerabdruck mit der DNA aus Christinas Abstrich überein. Als die Ermittler Carlos mit diesen Beweisen konfrontieren, legt er ein überraschendes Geständnis ab. Der Nachbar gibt zu Protokoll, dass er in den wenigen Tagen, die er Christina Saint-Aubin gekannt hat, ein Verhältnis mit ihr begonnen hatte. Er behauptet außerdem, Christinas Leiche mehrere Stunden früher entdeckt zu haben als Todd Hale. Doch er bekam es mit der Angst zu tun und lief nach Hause, ohne die Polizei zu verständigen. Er bestreitet jedoch vehement, Christinas Mörder zu sein. Er behauptet, die Polizei nicht alarmiert zu haben, weil er befürchtet hat, dass man ihm als Schwarzen den Mord in die Schuhe schieben würde. Christina Saint-Aubin ist nach den Erkenntnissen des Rechtsmediziners zwischen 9 Uhr abends und 3 Uhr morgens ermordet worden. In dieser Zeit ist Robinson mit seinen Kindern allein. Carlos' Ehefrau war in der Mordnacht nicht zu Hause. Sie war zu einer Verwandten in einer Nachbarstadt gefahren. Die Staatsanwaltschaft hat aber noch keinen Beweis dafür, dass Carlos Robinson tatsächlich der Mörder ist. Und nicht nur ein Nachbar, der die Leiche gefunden und daraufhin nicht die Polizei verständigt hat. Die Geschworenen wollen das Motiv kennen. Wir mussten ihnen beweisen, dass ein Mann der Mörder ist, den Christina kaum 4 Tage kannte und nicht etwa ihr Ex-Freund, der sie über Jahre hinweg misshandelt hat. Dann stoßen die Ermittler auf ein Detail, das eine neue Spur in dem Fall darstellen könnte. Bei der genauen Untersuchung der Beweisstücke vom Tatort fällt Experten etwas in einem der Burgerbrötchen auf. Zuerst konnten wir uns nicht erklären, was wir da gesehen haben. Ein Burgerbrötchen ist verformt. Wir haben es schräg mit UV-Licht beleuchtet und es so dann auch fotografiert. Die Verformungen sehen aus wie die Abdrücke einer großen Zehe, eines Fußballens und wie Teilabdrücke der zweiten und dritten Zehe. Es war ganz offensichtlich ein Fußabdruck. Sollte dieser Fußabdruck tatsächlich mit dem von Carlos Robinson übereinstimmen, hätten die Ermittler einen starken Beweis. Der Verdächtige findet die Tüte mit den Hamburgerbrötchen in Christinas Küche. Er leert sie aus und verwendet sie dann, um das Messer wegzuschaffen. Die Brötchen sind frisch und er tritt mit seinem Fuß in die Brötchen. Doch sollte der Fußabdruck nicht von Carlos Robinson stammen, würde das erhebliche Zweifel an seiner Täterschaft aufkommen lassen. Oder hatte der Nachbar sogar einen Komplizen? Wir mussten nicht nur beweisen, dass der Beschuldigte die Tat begangen hat, sondern auch, dass es kein anderer gewesen ist. Die Polizisten, die mit der Aufklärung des Mordes beauftragt sind, befinden sich jetzt am entscheidenden Punkt ihrer Ermittlungen. Können Sie den Hauptverdächtigen Carlos Robinson anhand des Fußabdrucks in einem Burgerbrötchen endgültig überführen? Die Ermittler glauben, dass der Täter den Abdruck bei seiner Flucht hinterlassen hat. Sie fotografieren das Brötchen und schicken die Fotos zusammen mit dem Beweisstück zu Gene Czarnecki, der im Kriminallabor in Des Moines der Experte für die Spuren von Papillarleisten in den Handinnen- und Fußunterseiten ist. Der Daktyloskop kann nicht nur bestätigen, dass es sich hierbei um den Abdruck eines rechten Fußes handelt. Nach der Analyse steht für ihn eindeutig fest, dass es sich bei dem Fußabdruck um den von Carlos Robinson handelt.
Wenn das Brötchen älter und trockener gewesen wäre, hätte man den Abdruck nicht reproduzieren können. Wir hatten Glück, dass das Brötchen noch so frisch war, als er draufgetreten ist. Ich habe noch nie zuvor ein Hamburgerbrötchen an einem Tatort gesehen. Und es ist sehr ungewöhnlich, dass der Täter draufgetreten ist und dabei einen verwertbaren Abdruck hinterlassen hat. Als Grundlage der Daktyloskopie gilt ja die Einmaligkeit und die Unveränderlichkeit. Und es wird weltweit angenommen, dass das sogenannte Naturgesetze sind, dass die Natur es nicht ermöglicht, ein Individuum zweimal zu gestalten. Das ist die Grundannahme und bewiesen durch die Tausenden und täglich Millionen weltweit durchgeführten Vergleiche. Am Ende weisen die Ermittler am Tatort nur Spuren von Carlos Robinson nach. Die Polizei vermutet, dass Christina ihre Gutgläubigkeit zum Verhängnis geworden ist. Carlos ist ihr neuer Nachbar. Sie kennen sich, also bittet sie ihn herein. Hi, Carlos. Hey, Christina, wie geht's dir? Willst du was trinken? Carlos trägt keine Schuhe, da er gleich nebenan wohnt. Die Ermittler gehen davon aus, dass Carlos Christina bedrängt. Sie wehrt sich. Nein, geh raus! Carlos streckt Christina mit großer Wucht nieder und schlägt ihr dabei 3 Zähne aus. Dann schleift er sie ins Badezimmer, wo er sie vergewaltigt und ihr anschließend mit einem Messer die Kehle durchschneidet. Um Spuren wegzuwaschen, lässt er die Wanne voll Wasser laufen. Doch dabei zieht er sich mit seiner blutverschmierten Hand am Waschbecken hoch und hinterlässt so einen Handabdruck. Er will die Mordwaffe verschwinden lassen. Daher geht er in die Küche und hinterlässt blutige Fußabdrücke. Er greift sich die Tüte mit den Burgerbrötchen. Er wirft die Brötchen auf den Boden und steckt das Messer in die Tüte, um bei seiner Flucht keine Blutspur zu hinterlassen. Als er den Tatort verlässt, tritt er auf eines der Brötchen und hinterlässt dabei den einen forensischen Beweis, der ihn letztendlich überführt. Carlos Robinson ermordet Christina, während nebenan ihr kleiner Sohn spielt. Das Kind muss rund 24 Stunden allein in der Wohnung gewesen sein, während seine tote Mutter in der Badewanne lag. Er ist ein Monster. Ich werde ihm niemals verzeihen, bis ich sterbe. Ich werde ihm niemals verzeihen. Niemals. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Carlos befürchtet hat, seine Frau könne ihn verlassen, wenn sie erfährt, dass er sich an die neue Nachbarin herangemacht hat. Darum entschließt er sich, Christina umzubringen. Seine Frau war eifersüchtig und das aus gutem Grund. Irgendwann hat er zugegeben, dass er es mit der ehelichen Treue nicht so genau genommen hat. Er hatte zwar 4 Kinder mit seiner Frau, aber nebenher ist er immer wieder fremdgegangen. Carlos Robinson wird des vorsätzlichen Mordes angeklagt. Mr. Robinson, ich rate Ihnen im Hinblick auf die Anklage, sich in allen Phasen des Verfahrens von einem Rechtsanwalt vertreten zu lassen. Robinson wird des Mordes an Christina für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft ohne Bewährung verurteilt. Aus diesem Fall kann man lernen, dass man niemandem leichtfertig vertrauen sollte. Wir sollten immer vorsichtig sein und jedem, mit dem wir in Kontakt treten, sehr aufmerksam begegnen. Es waren viele kleine Details, die ihn überführt haben, und ein großes Hamburgerbrötchen. Natürlich ist es gut, wenn dem Opfer Gerechtigkeit widerfährt. Aber unterm Strich muss deine 20-jährige, alleinstehende Mutter vollkommen sinnlos sterben, nur weil ein Gewaltverbrecher es so wollte. Das ist sehr traurig. Ich glaube, dass andere Eltern, deren Kinder getötet oder ermordet wurden, irgendwie weitermachen in ihrem Leben. Aber ich schaffe das nicht. Ich weiß nicht warum. Ich kann nicht mehr arbeiten gehen. Es tut so weh und es lässt mich einfach nicht mehr los. Ich vermisse Christina so sehr.